willkommen zum 50-jährigen Jubiläum unserer VHS, unserer Volkshochschule im Osten des Landkreises München, der VHS OLM. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, im Frühling 1973 wurde unsere Volkshochschule im Osten des Landkreises München als kommunaler Zweckverband gegründet. Damals waren es nur 5 Gemeinden, also zunächst einmal Aschheim, Feldkirchen, Kirchheim und Heimstetten, die noch 2 eigene Gemeinden waren. Dornach, das heute auch zu Aschheim gehört, kam im Dezember 1973 hinzu. Es erscheint mir auch gerade wichtig, heute oder im Moment zu sagen oder hervorzuheben, dass es ein Bürgerentscheid war im Januar 1973, der den Anstoß dazu gab. Den Anstoß, eine VHS zu gründen. Getreu nach unserem jetzigen Semestermotto: für dich, für mich, für alle. Damals haben sich die 5 Gemeinden schon die Aufgabe gestellt, ein Bildungsprogramm zu realisieren, dem Verfassungsauftrag gerecht zu werden, vor Ort, ja, Bildung anzubieten. Ja, Frau Stahl, Vorsitzende der VHS OLM, großes Jubiläum, 50 Jahre VHS. Wie stolz sind Sie darauf, hier die Leiterin zu sein? Ja, das ist natürlich toll, ne, wenn man im Rahmen der eigenen Zeit, die ja noch viel kürzer ist, diese Aufgabe hat. Ausgerechnet in meiner Amtszeit dieses 50-jährige Jubiläum zu feiern. Und wie viel Spaß macht diese ehrenvolle Aufgabe jetzt hier zur Bildung der Allgemeinheit mit beizutragen? Großen Spaß. Also gerade heute, muss ich sagen, sind so viele Menschen hier, also auch die, die uns unterstützen, ja, also unsere Vorsitzenden aus den Rathäusern, diejenigen. Und ich möchte es nochmal hervorheben, es sind ja im Wesentlichen unsere Kursleiter und Kursleiterinnen. Die sind es, die die Begeisterung rüberbringen in unseren Kursen, die sind es, die uns tragen und die jahrelang unsere Teilnehmer, ja, bei uns behalten. Unsere Teilnehmer sagen ja immer, wir wollen gar nicht mal unbedingt schlauer werden, wir wollen einfach, ja, immer wieder dranbleiben und gemeinsam lernen. Das ist das Entscheidende. Christian Springer hat ja in seinem kabarettistischen Beitrag gerade gesagt, wie wichtig Bildung allgemein ist. Und ich glaube, er hat hier den Nagel auf den Kopf getroffen. Genauso ist es, ja. Wie schwierig ist es in der heutigen Zeit, gute Dozenten auch für die modernen Themen zu bekommen? Also es ist generell schwieriger geworden, Dozenten zu gewinnen für die Volkshochschule. Das hat verschiedene Gründe. Also gerade wir als Volkshochschule wollen ja tatsächlich Bildung allen zugänglich machen und müssen daher auch immer sozial moderate Preise anbieten. Das wollen wir auch. Aber klar ist natürlich, dass dann unsere Kursleiter auch nicht immer das Honorar bekommen, das sie verdienen. Also sie müssten eigentlich, ja, wenn sie im normalen Lehrberuf tätig wären, würden sie mehr verdienen. Und früher war es halt einfach so, dass viele Frauen, gut ausgebildete Frauen, in ihrer Elternzeit an der VHS unterrichtet haben. Und heute ist es eher so, dass diese Frauen auch in der Elternzeit arbeiten, Klammer auf, müssen, Klammern zu. Gerade wir hier im Ballungsraum München sind ja konfrontiert auch mit anderen Lebenshaltungskosten. Also mit einer Kursleitung an der VHS ist es schwer zu bewältigen. Und daher, ja, ist es nicht so einfach für unsere Themen, also langjährige Kursleiter und Kursleiterinnen zu gewinnen. Vielleicht zum Abschluss noch eine politische Frage. Was wünschen Sie sich von der Politik, damit die VHS ihre großartige Arbeit so weiterführen kann? In allen Belangen, durch alle Parteien und Fraktionen, schlichtweg mehr Gehör. Also ich freue mich sehr, dass wir Sie alle zum 50-jährigen Jubiläum der VHS Olm hier für Kirchen begrüßen können. Schön, dass Sie alle mit uns feiern. Es gibt ganz viele Gründe, warum das eine ganz besondere Ehre für mich ist. Und auch deswegen richte ich natürlich gerne ein paar Worte an Sie. Zum einen ist es, weil wir das Fest hier in Vierkirchen in unserem schönen Rathaus feiern dürfen. Zum zweiten, weil ein 50-jähriges Jubiläum natürlich auch ein ganz besonderes Ereignis ist.
Zum dritten, weil es sowieso ein ganz besonderes Ereignis zum Feiern ist. Und zum vierten, weil ich natürlich auch mit ein bisschen Stolz die Arbeit der früheren Vorsitzenden fortführen darf. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die VHS Olm hat in den vergangenen Jahrzehnten eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen und einen bedeutenden Beitrag zur Bildung und zur Kultur in unseren Gemeinden beigetragen. 5 Jahrzehnte, das ist eine lange Zeit, in der die VHS Olm zahllose Menschen aus unterschiedlichen Lebensbereichen unterstützt und begleitet hat. Sie hat es geschafft, Bildung für alle zugänglich zu machen und eine Plattform zu schaffen, auf der Menschen lernen, sich weiterentwickeln und neue Horizonte entdecken können. Ob es Sprachkurse sind, kulturelle Veranstaltungen, Gymnastik, berufliche Weiterbildung oder ob es um persönliche Interessen geht, die VHS Olm hat stets ein vielfältiges Angebot geschaffen, das die Bedürfnisse der Teilnehmenden widerspiegelt. Ich bin zuversichtlich, dass die VHS Olm auch in den kommenden Jahren innovative Wege finden wird, um Bildung und Kultur für alle zugänglich zu machen und Menschen dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Im Moment inne, Sie haben eingeladen auf Feldkirchen zu einem großartigen Jubiläum für 50 Jahre VHS OLM. Wie sind Sie zu diesem Job gekommen und wie viel Spaß macht er Ihnen? Ja, also wie man dazu kommt, ist ganz einfach. Wenn man Bürgermeister einer der drei Gemeinden ist, dann kriegt man mindestens einen dieser Jobs zugeteilt. Aber ich habe den sehr gerne angenommen und ich mache den auch wirklich sehr gerne. Es macht wahnsinnig viel Spaß, in diesem Bereich ein bisschen zu unterstützen. Und ja, ich gratuliere der VHS zu ihrem Jubiläum und ich freue mich auf noch viele weitere Jahre der Zusammenarbeit. Zweifellos einen großen Beitrag dazu geleistet, dass Bildung und Kultur in euren Gemeinden blühen. Ihr habt ein breites Spektrum an Kursen und Workshops angeboten, die das Leben der Menschen bereichert haben. Von Kochkursen über Sprachen bis hin zu kreativen Kunstworkshops. Dozenten und Mitarbeitern, also immer auch weiblich, männlich, Dings, der Volkshochschule Olm meinen Dank aussprechen. Ihr seid die wahren Helden hinter den Kulissen, die mit Leidenschaft und Engagement Wissen vermitteln und Menschen ermutigen, über sich selbst hinauszuwachsen. Geduld und euer Enthusiasmus sind bewundernswert und haben sicherlich vielen Teilnehmern den nötigen Rückenwind gegeben. Braucht es noch Erwachsenenbildung, wenn es Internet und ChatGPT gibt? In einer Welt, in der das Internet und ChatGPT verfügbar sind, könnte man sich fragen, brauchen wir überhaupt noch Erwachsenenbildung? Schließlich können wir mit wenigen Klicks auf eine schier unendliche Menge an Informationen zugreifen. Chatbots wie ich, also wie der, weil man hat ja dann schon so eine Beziehung dazu, wie ich stehen rund um die Uhr zur Verfügung, um Fragen zu beantworten. Aber wisst ihr was? Die Antwort ist ein klares Ja, es braucht die Erwachsenenbildung. Die Volkshochschule hat in den letzten 50 Jahren hier bewiesen, dass Erwachsenenbildung eben mehr ist als nur das Sammeln von Informationen. Sie geht über das reine Wissen hinaus und bietet eine einzigartige Plattform für den persönlichen Austausch, die Diskussion, die persönliche und das gemeinsame Lernen. Sie schafft eine Gemeinschaft, in der Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund und unterschiedlichen Lebenserfahrungen zusammenkommen, um voneinander zu lernen. Das Internet und ChatGPT können sicherlich eine wertvolle Ergänzung zur Bildung sein, indem sie Zugang zu Informationen erleichtern, aber sie können den persönlichen Austausch, das soziale Miteinander und die individuelle Begleitung nicht ersetzen, die die Volkshochschule OLM bietet. Denn manchmal ist es gerade der direkte Kontakt zu anderen Menschen, der das Lernen und Verstehen bereichert und vertieft. Ja, hier ist auch die stellvertretende Landrätin Annette Ganzmüller-Maluche zu Gast und großer Fan von der VHS, wie sie selbst in ihrem Beitrag gesagt hat. Wie finden Sie die Wertigkeit in der heutigen Zeit von einer VHS für die Allgemeinbildung der Bevölkerung? So schnell wie sich Dinge dauernd ändern und unser ganzes Leben
mobil ist, in Gedanken, in allen Werten, sich so viel tut, ist also die Möglichkeit, sich weiterzubilden, sich zu informieren und nicht nur über Internet, sondern über mit Lehrern und Lehrerinnen, die Dozentinnen sind, die mit Leidenschaft etwas wiedergeben, ganz wichtig, weil unser Leben ist ständige Veränderung und die Erwachsenenbildung ist selbstverständlich. Wir müssen uns als Erwachsene immer weiterbilden. Und das Spektrum und der VHS geht ja weit über ChatGPT raus, also sowohl im künstlerischen wie auch im politischen und im allgemeinen Die Stärke der Volkshochschule ist, flexibel anbieten zu können, dort, wo Bedarf ist, von körperlicher Ertüchtigung über Sprachen, neue Sprachen, anders Sprachen lernen oder Deutsch. Wir haben ja als Landkreis die Zusammenarbeit im Integrationsbereich Deutsch für Ausländer sehr verstärkt. Und bei Kulturen, du kannst malen, du kannst dich in jedem Alter deine Bedürfnisse, die du in dem Moment hast, weiterentwickeln. In der Zeit, wo du Kinder hast, informierst du dich mehr über Kindererziehung. Du kannst den Umgang mit Tieren erlernen. Das ist so breit, das Feld. Und es gehört immer Wissen zu allem, was man tut. Und da ist die Volkshochschule, es gibt keine bessere Einrichtung für Erwachsenenbildung. Ich zitiere, die VHS dient der Allgemeinbildung, der berufsbegleitenden Fortbildung und der Lebenshilfe. Die politische Bildung soll dabei die ihr gebührende Berücksichtigung finden. So, diesen expliziten Hinweis auf die politische Bildung macht sich die VHS OLM ganz explizit den Verfassungsauftrag der Erwachsenenbildung zu eigen. Denn 1946 wurden die Volkshochschulen namentlich in die Bayerische Verfassung integriert. Der Artikel 139 lautet nämlich, die Erwachsenenbildung ist durch Volkshochschulen und sonstige mit öffentlichen Mitteln unterstützte Einrichtungen zu fördern. Wir als Volkshochschulen sind zunächst einmal staatlicherseits indirekt über diesen Passus in die Pflicht genommen, niederschwellige, qualitätsvolle Bildung für alle Bürgerinnen und Bürger anzubieten. Denn es kommt natürlich nicht von ungefähr, dass in demokratischen Verfassungen, 1919 wurden die Volkshochschulen in der Weimarer Verfassung auch explizit genannt, in demokratischen Verfassungen explizit genannt werden. Dahinter steht nämlich die Überzeugung, dass eine Demokratie mündige Bürgerinnen und Bürger braucht, die dazu befähigt werden, die Gesellschaft, diese Demokratie aktiv mitzugestalten. Eine freie Gesellschaft ist ohne Bildung nicht denkbar. Für mich, für alle. Ja, das ist die Volkshochschulidee, die auf den Punkt gebracht wird. Sie ist so überzeugend, so tief demokratisch verwurzelt, so brillant, dass mir vor diesem Hintergrund nicht bange ist, dass die Volkshochschulidee eine große Zukunft hat, eine gute Zukunft hat. Und bei aller Zäsur, die wir momentan schon auch erleben, ist es auch gleichzeitig eine unheimlich spannende, eine unheimlich dynamische und aktive Phase, weil sich Dinge auch wieder neu entwickeln und wir gerade dabei sind, sowas dann auch mitgestalten zu können. In diesem Sinne meine allerherzlichsten Glückwünsche an die VHS OLM, ad multos annus, wie es so schön heißt, im gemeinsamen Engagement für die Erwachsenenbildung. Alles Gute. Ja, die Frage ist in der heutigen Zeit, wie wichtig ist die Bildung, die die VHS allgemein oder VHS OLM in unserem Fall hier vermittelt? Die Bedeutung, die Wichtigkeit von Volkshochschule allgemein, von Erwachsenenbildung allgemein, ist von größter Bedeutung. Also das ist von Volkshochschulen sind Orte in den Kommunen, wo kommunales Leben stattfindet. Volkshochschulen sind Einrichtungen, wo Demokratie passiert, wo Demokratie erlernt werden kann. Nicht nur in Kursen zur politischen Bildung, sondern eigentlich in jedem Kurs passiert Demokratie lernen. Man muss sich einigen, man lernt miteinander, man lernt zusammen was. Es begegnen sich Menschen aus unterschiedlichsten Milieus in einem Kurs.
Und ja, Bildung, Erwachsenenbildung, Volkshochschularbeit ist für eine Demokratie von größter Bedeutung. Ohne Bildung gibt es im Prinzip keine funktionierende Demokratie. Und Sie haben es ja vorher in Ihrem Beitrag oder in Ihrem Statement schon angesprochen. Die Politik hat momentan so ja, ein bisschen was vor mit Steuern und so weiter. Es wäre sicher nicht zielführend für die Arbeit der Leute oder der Dozenten oder auch der VHS allgemein. Ja, also die Debatte, die es momentan gibt, ist tatsächlich, müssen Kurse von Volkshochschulen mit Umsatzsteuer belegt werden. Und das ist natürlich vor dem Hintergrund, dass Volkshochschule eine, ja, ein Ort ist, wo Demokratieförderung passiert, eine völlig absurde Diskussion, weil eben der Zugang zur Bildung möglichst niederschwellig, auch möglichst günstig gewährleistet werden muss. Und sobald dann eine Umsatzsteuer draufkommt, verpflichtend, werden die Kurse teurer. Die Kursleiterinnen und Kursleiter haben aber nichts davor, die Mittel müssen abgeführt werden an den Staat. Also das ist extrem kontraproduktiv und dafür kämpfen wir momentan auf allen Ebenen. Aber es ist deutlich schwerer, als man eigentlich glauben möchte, weil eben, naja, so Rechtslagen durchaus komplex sein können. Unabhängig von dem politischen Thema, was wünschen Sie sich für die Zukunft, für die VHS im Allgemeinen? VHS soll noch mehr, ja, noch mehr Lebendigkeit, noch mehr Orte des kommunalen Lebens sein. Und was ich mir besonders wünsche, ist, dass die kommunalen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger von einem, ja, ganz selbstverständlich von dem Wert der Volkshochschule vor Ort überzeugt sind. Das ist hier im Osten des Landkreises München offensichtlich der Fall. Von daher sind es sehr, sehr gute Voraussetzungen. Das ist aber nicht der Standard. Also diese Überzeugung der Kommunalpolitik für eine blühende Einrichtung Volkshochschule, das wäre eigentlich der Wunsch, den ich so für die nächsten Jahre und Jahrzehnte habe. Ohne Volkshochschule wäre ich garantiert nicht das geworden, was ich heute bin. Auch deswegen stehe ich hier, um Ihnen das zu sagen. Und ich bin lustigerweise auch auf der anderen Seite gestanden. In der Volkshochschule in H ist eine Dozentin ausgefallen während eines Kurses und man hat bei mir angerufen, der Weg war kurz, H, Berg am Main, ist nicht so weit. Es gab einen Kurs Kabarett, der hat sicher noch irgendwie einen anderen Namen gehabt, auf jeden Fall mein Metier. Kabarettisten, und das wissen doch alle, gehen auf die Bühne, um auf Missstände hinzuweisen. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, 50 Jahre Volkshochschule hier an diesem Ort und in dieser Gegend, das ist kein Missstand oder Missverständnis, das ist eine 50-jährige Erfolgsgeschichte. Alles Gute dazu. Die Volkshochschule ist ein Ort der Bildung. Am Ende kommen gescheitere Erwachsene heraus. In Erding haben sie anscheinend keine Volkshochschule.